Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Föhnutopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, willkommen zurück bei mir dem Shining. Heute will ich mal auf die Sonnenblumenstraße gehen, das mich höchstwahrscheinlich umbringen wird. Aber was soll's. Okay, die Bienen sind wanted, werden aber aggressiv, wenn ich eine einzige töte. Ergibt Sinn. Fleischbällchen. Oh, lecker. Sind hier so viele Bienen? Boah, ich krieg hier nur aufs Maul. Ich glaube, ich sollte die Bienen echt in Ruhe lassen. Eine Pinata! Also ich habe meine Lektion ja jetzt gelernt. Lass die Bienen bloß in Ruhe. Aua. Pam! So, noch eins weg. Ich würde gern da hoch. Aber wie schaffe ich das? Nein, Sprung verkackt. Bienen in Ruhe lassen. Unter allen Umständen. Aua. Wäre schön, wenn sie dasselbe machen würden. Ich tue mir hier nur weh, ne? Ja, ich hab's. Die Mondsteine sind nämlich auch Sammelobjekte. Aber ich frag mich, wie ich da oben dran kommen würde. Das wollte ich eigentlich nicht treffen. Das wollte ich treffen. Pam. Au. Vielleicht gibt es hier oben rum irgendwo noch einen Weg. Ich habe gerade doppelt eine kassiert. Die sind gebraten bestimmt richtig awesome. So, wieder was gegessen. Nein, nicht runterfallen. Verdammt, ich wollte sie aufheben. Packen kann man sie offenbar auch nicht. Schön, dass wir das auch getestet haben. Au! Ich tue mir nur weh. Und die Bienen geben mir auch nichts zurück. Aber im Ernst, es muss doch irgendein... Aua! Ich will sagen, es muss einen Weg geben, um an das Herz da oben dran zu kommen. Oh, ich sehe den Weg und der ist zum Kotzen. Man muss wirklich über alle Blumen drüber. Oh Gott. Wie komme ich hier denn überhaupt höher? Könnten Sie bitte weggeben, Mr. Biene? Schafft man den Sprung überhaupt? Ich glaube, den Sprung schafft man gar nicht. Ich brauche dafür wahrscheinlich irgendwas. Ich versuche es noch einmal. Und die Bienen kommen halt tatsächlich wieder. Nee. Ich komme nicht weit genug.
Und vor allem den kriege ich halt nur aufs Maul. Hi, willkommen im Honigbienenlabor und Gasthaus. Bitte komm rein. Hallo. Bin ich die Einzige, die es komisch findet, dass wir mitten in einem Haufen von Riesenbienen leben? Wenn ich alt genug bin, werde ich sowas von wegziehen. Ich kann nicht verstehen. Ah, eine Scheilatte. Riesenbienen beobachten esse die kleinen Dinge im Leben. Labor in akzeptabler Größenordnung, check. Ob ich hier Sachen kaufen kann? Hallo. Achso, ein Reisender, bitte fühl dich wie zu Hause. Riesenbienen. Die anerkannteste Theorie ist, dass sie von den Antiken genetisch verändert wurden. Sie hätten eine äußerst starke und widerstandsfähige Bienenart designt, die dem harschen Lebensraum der noch nicht erwachten Erde bestandhalten würde. Ich habe die Vermutung, dass unsere Vorfahren das als Möglichkeit sahen, uns zu ernähren. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Honiggebäck. Honigbräu. Kann ich mir doch bestimmt auch irgendwie selber machen. Ja, komm, ich ruhe mich aus. Aha, und schon geht's mir besser. All die Bienenstiche, die haben wehgetan. Auch wenn ich keine Allergie habe, es tut weh. Oh, da ist eine Katze. Nach der kann ich greifen. Oh, die sieht das als Streicheln an. Ist ja knuffig. Ich habe einen Honigbonbon gefunden. Okay. Aber was macht man jetzt mit diesem Nektar? Ah ja! Beziehungsweise mit den Tränen. Oh Gott, hier ist noch so ein Gebiet. Tschüss! Okay, wie komme ich da oben dran? Ich wollte nicht sprinten. Wir haben schon gelernt, lass die Bienen unter allen Umständen in Ruhe. Es tut einem nur selber weh, sie anzugreifen. Au! Ist aber auch nicht schön, wegen denen runterzufliegen. Nein. Essen. Ich brauche erstmal ein bisschen Marmelade. Lass bloß die Bienen in Ruhe. Sie haben dir nichts getan, Shining. Sie sind ganz friedlich. Na toll, ich hätte zwei früher runtergemusst. Na toll, jetzt muss ich ja nochmal klettern. Aua. Na toll, jetzt habe ich die Armee wütend gemacht. Ich bin tot. Leute, ich habe es geschafft, ich bin wieder hier. Was lernen wir daraus? Lass die Bienen in Ruhe. Und schlag die Spinnen nicht so behindert.
Doch, ich glaube, 3 muss ich weiter. Da, wo die eine Biene da jetzt hockt, da muss ich mal nicht runter. Nein, einen weiter. Warte mal, wir zählen mal mit. 1, 2, 3, 4. 4 Dinger muss ich weiter. Ist aber auch fies, dass ich die nicht angreifen kann, weil dann direkt die Hölle über mich hereinbricht. Ich hasse dich! Gleich scheiße ich drauf und schieß die weg. Ich muss warten, bis sie nach rechts geht. Und dann im Flug über die drüber. So, hier will ich runter. Der Tropfen ist mir egal. Ich will nur den Mondstein. Obwohl ich natürlich ein paar davon essen kann. Es bringt mir übrigens überhaupt nichts, die zu töten. Es bringt mir wirklich null. Ist doch auch wieder was. Da ist ein Ausdauerteil. Zwischen so vielen von denen. Oh, wer hat sich diese Hölle ausgedacht? Da brauche ich erstmal ein paar Kartoffelecken. Ey, das bringt doch nichts. Ich muss ein paar von dem wegschießen. So, kommt bitte hier runter. Essen, essen, essen. So, jetzt habe ich 2 Bienen weniger. So, jetzt schnell, solange sie tot sind. Oh Gott, ey. Aua! Ich bin genau zwischen 2 von denen gelandet. Dieses Spiel bestraft Fehler aber auch so hart. Nee, die schieße ich runter. Ich hatte gerade kurz Angst, ich hätte eine Biene getroffen. Ich habe was auf meinem Kopf. Das nehme ich lieber mit. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob unten links noch was gewesen wäre. Auf jeden Fall Wildschweine. Die hole ich mir. Komm, jetzt stirb doch endlich. Ja. Komm, ich hab Hunger. Ich hoffe, wenn man das brät, dass der Honig richtig gut ist. Ansonsten hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Hier ist eine Höhle. Hier gibt übrigens nichts, womit man irgendwie Feuer machen könnte. Hier ist ein Teich. Ich würde ertrinken, würde ich da reingehen. Ich kann nicht schwimmen. Wahrscheinlich muss sie das erst lernen. Klar muss sie das erst lernen. Wie soll sie sonst schwimmen? Shining, denk doch mal über das nach, was du reden willst. Oh, ich war es gerade gewöhnt, dass ich von links komme. Viel zu dunkel hier. Ich sehe übrigens genauso viel wie ihr. Ich habe den Weg rausgefunden.
Nein, ich muss nochmal durch das... Nein, weil durch die Höhle finde ich nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist. Aber ich gehe in diese Stadt hier. Und hier beende ich das heute auch. So, hier alles schrotten. Außer der einen Kiste, die will ich zum Hochkommen nutzen. Jetzt gönne ich mir den Löwenzahn. Den habe ich mir verdient. Ist hier niemand? Dann kann ich ja hier eben kurz erkunden. So, hier kann man auch noch rein. Aber dafür braucht man einen Schlüssel. Ja, ich würde sagen, hier könnte ich das jetzt heute echt mal beenden. Sieht nicht aus, als ob ich hier irgendwo rein könnte. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.